Hallo zusammen und herzlich willkommen in Minecraft Live in the Woods. Die letzten zwei Folgen jetzt erst einmal. Ihr habt es ja mitbekommen, ihr habt ja wahrscheinlich die 100. Folge angeguckt. Und ja, ich bin jetzt mal wieder ins Conquest Texture Pack umgewechselt, besser gesagt zu meinem eigenen Texture Pack, um dieses Feeling zu zeigen und die Vergleiche zu haben. Also, wie gesagt, ja, ich sehe jetzt gerade die Lampen, die habe ich ein bisschen zu hoch gebaut drüben. Die Häuser konnte ich leider nicht mit rübernehmen, weil die leider in Life in the Woods gebaut worden sind. Und da sind auch viele Sachen dabei, die leider nicht funktionieren. Ich kann so einzelne Häuser mal versuchen, ob ich die irgendwie rüberziehen kann. Aber wie gesagt, sieht wahrscheinlich sehr schlecht aus, dass es funktionieren sollte. Aber wie gesagt, es ist ja eure Entscheidung. Ich mische mich da überhaupt nicht mit ein. Auf jeden Fall, die Kirche ist ein bisschen kürzer drüben. Um Berg sagt, hier, dieses Stückle ist kürzer. Und weil ich die halt nachbauen musste, weil ich die leider nicht mit rübernehmen konnte. Aber gut. Ich meine, halb so schlimm. Wie gesagt, ich baue jetzt gemütlich an meiner Burg weiter. Und dann ist halt die Frage, was wollen wir machen? Wollen wir hier weiterbauen in Life in the Woods oder wollen wir doch auf diesen neuen Launcher und Pack und dann auf die 1.10.2 Version von Minecraft gehen oder wollen wir hier bleiben? Das bleibt ganz sogar euch überlassen. Wie gesagt, ihr könnt es mal gerne in den Kommentaren schreiben und so weiter, ob ihr das so wollt. Und ja, wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich jetzt dann auf die 1.10er-Version gehen könnte. Weil, wie gesagt, das finde ich dann natürlich noch ein bisschen anders. Sozusagen. Ich baue jetzt erstmal meine Mauer hier weiter. So, warte mal, wie viel waren das jetzt? 2 weiter. 1, 2. Und dann die Treppe andersrum und dann einen freilassen. Also hier, nach oben. Okay, macht ja nichts. Treppe so rum. Das ist doch mal weg. Aber wo ich diesen neuen Mod gesehen habe, habe ich gleich dran gedacht, so, boah, Mittelalter, boah, geil. Wirklich geil. Aber ich will euch nicht beeinflussen, oder doch? Nein, will ich nicht. Natürlich, ihr seid meine Zuschauer, ihr habt das letzte Recht, ihr habt das letzte zu sagen. Ob ihr lieber Life in the Woods angucken wollt oder wollt ihr lieber das andere angucken. Wie gesagt, im Singleplayer werde ich definitiv da weiterbauen bei dem neuen Mod. Jetzt fällt mir gerade ein, die Stufen brauche ich noch. So. Entschuldigung. Ich glaube, ich bin doch noch ein bisschen erkältet. Aber gut. Soll uns jetzt nicht unbedingt stören. So, 2. Nee, habe ich da mehr gemacht? Ah, in der Mitte habe ich 3 gemacht. Okay. Deswegen haut das nicht hin. Ich muss eigentlich selber mal schauen, wo ich hier jetzt aufgehört habe. So, und dann kommt die Treppe hier unten hin. Ja, komm schon. Na, warum bist du jetzt nicht? Erstmal Tag machen. Ja, wie gesagt, das fehlt mir dann ein bisschen. Gerade das hier und das hier. Diese Schnellbefehle, die fehlen mir irgendwie, weil das leider bei der 1.10.2 Version nicht funktioniert. Ich habe zwar im Internet mal nachgeguckt, ob das irgendwie möglich ist oder so, aber leider, es funktioniert momentan nicht. Wieso auch immer. Wieso auch immer, warum kann ich meine Treppe hier nicht hinbauen? Achso, ja, ist ja logisch. Ach, Mensch. So, dann können wir hier wieder diese Dinger hier hinbauen. Dann war das, glaube ich, so und so. Und dann die Slabs einfach oben drauf gesetzt. No. Okay, mein Glas könnte ich auch mal schon mal reinbauen.
Vielleicht kann man die Burg auch rüber kopieren. Also das könnte zum Beispiel schon mal möglich sein, aber wie gesagt, weiß ich nicht. Aber im Prinzip könnte ich auch, um meinen neuen Stil zu finden. Also ich will ja meinen Baustil immer wieder ein bisschen verändern, ein bisschen was verbessern. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das wirklich hinkriege, weil das ist für mich zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich mich noch ein bisschen verbessern möchte, wo ich alles noch ein bisschen genauer bauen möchte. Naja, bin ich mal gespannt. So, dann machen wir hier wieder die Stufen hin. Hier kommt wieder die Mauer hin. So, dann hätten wir hier außen dran waren es 3, oder? Ne, warte mal, außen dran waren es nur 2, gell? 2, ja genau, 2. Wollen wir dann irgendwann mal um die Ecke gehen und oh. Dann müssen wir hier wieder die Treppe hinbauen, aber andersrum. So rum. Dann müssen wir hier wieder die Mauer runterziehen. Und da will ich dann auch versuchen, also bei dem neuen Server dann. Ich weiß, ich rede jetzt die ganze Zeit davon, klar, logisch. Weil es mich auch fasziniert hat, wie geil das aussieht. 2, 3. Und. Ne, 2 nur. Wie gesagt, es ist wirklich auch Entscheidung. Also. Ich rede davon jetzt nicht mehr. Ich sollte mich lieber auf dieses Spiel konzentrieren. Und euch nicht versuchen zu beeinflussen. So. Aber die Möglichkeiten wären schon heftig. Eigentlich bin ich ja immer dafür, dass ich das entscheide. Aber es ist ja so, dass ich natürlich nicht gerne. Wie gesagt, ihr seid ja meine Abonnenten, meine Zuschauer und ohne euch wäre mein Kanal natürlich auch nicht das, was es ist, klar. Logisch. Ihr seid praktisch der Motor für mich, der mich immer wieder beeinflusst und zu sagen, ey, ich mach weiter. Zock weiter. Zum Beispiel Creativerse. Creativerse zum Beispiel war damals, wo ich damals aufgehört habe, ja einfach nur der Grund, weil es einfach zu stressig wurde oder weil es mir einfach zu viel wurde, weil ich ja Hogwarts aufgebaut habe im Creativerse, größten Teil halt. Ihr habt ja das eine Video mal gesehen vielleicht. Oder ihr habt meine Serie gesehen. Kann ja auch sein. Nee, wie gesagt, Hogwarts war ein ganz großes Projekt. Ah, verdammt. Und da habe ich immer vorgebaut und vorgebaut und vorgebaut. Warte mal, das haut hier aber nicht hin. Ich glaube, da muss ich hier auch 2 machen. Gut. Da habe ich dann immer vorgebaut. War zwar schön, klar, logisch. Hat auch Spaß gemacht. Aber es war auch mit der Zeit irgendwie ein bisschen stressig, weil ich habe es nicht live gebaut. Ich habe dann meine Ideen praktisch, wie gesagt, aus anderen Spielständen jetzt zum Beispiel aus Minecraft rausgezogen, habe mir das Ganze angeguckt und habe dann geschaut, wie ich das Ganze in Creativerse verwirklichen kann. Und irgendwie hat irgendwann mal die Lust dann dazu gefehlt, weil einfach das zu viel geworden ist, nach meiner Meinung. Ja, das war das Ding halt damals. So, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Ah, geht nicht auf. Dann machen wir es halt so. Dann machen wir hier einen Zweier. Könnte das sein, dass die Musik jetzt ein bisschen zu laut ist? Ich weiß es gar nicht.
Warte mal. Müssen wir mal kurz gucken. Naja, eigentlich. Mama ist still und leise im Hintergrund. Das ist bei Minecraft ist, glaube ich, immer so, diese eigene Musik von Minecraft. So manche Lieder sind ziemlich laut und manche Lieder sind dann ziemlich leise. Ich finde es eigentlich immer recht chillig. Warum haut das hier nicht hin? Warte mal. Jetzt hat es. Ja, okay. Dann machen wir das halt so. So. Wie gesagt, das soll ja die Vorburg werden. Sozusagen. Ich weiß nicht, soll die Vorburg noch ein bisschen größer sein? Ne, ich glaube, das passt. Das würde so passen. Dann würde ich hier einfach nochmal einen Turm hinsetzen. Würde es jetzt eigentlich passen mit dem Turm? Warte mal, das wäre dann so, gell? Also. So und. So, also praktisch einen frei. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 gehabt. Also 1, 2, 3, 4, dann 5. Und dann wird er 1 frei. Eins, zwei, drei und dann eins. Und dann zack. Zack, dann drei wieder. Halt, eins, zwei, drei. Und dann wieder eins rein und dann wären wir hier an der Mauer. Genau, dann würde es auch passen. Eins, zwei, drei. Nee, würde nicht passen. Hä? Moment, da wird's passen, da wird's nicht passen. Hä? Wo eigentlich? Das wäre dann eins noch breiter. Wartet mal, muss ich mal kurz gucken. Also hier wäre die Wand, logischerweise. Doch, das würde passen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber in der Mitte nicht. Aha. Deswegen nicht. Okay, jetzt habe ich die Lösung. So und so. Nee, wartet mal. Ich glaube. Genau die Wände. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt auch weg. Und nur Moment, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt und ein bisschen durcheinander. Warte mal, das hier ist die Wand, richtig? Richtig, oder? Ja. Das heißt dann hier. Ach, das ist dran gebaut, stimmt ja. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, genau. Dann hier eins weg und hier und drei. Genau jetzt wird's passen, genau.
Jetzt wird's passen, okay. Ja, das hier würde mir auf jeden Fall fehlen. Aber vielleicht kommt das ja auch noch für die neue Version. Weiß das schon. So, dann müsste ich nämlich genau hier mit Cobblestone aus. So, hier auch. Hier. Genau, so war das. Genau. Okay. Dann tun wir die Mauer praktisch bis hochziehen. Also bis hierhin. So, wir könnten das rein theoretisch. Also erstmal die Seiten hier. Bauen wir dann hier drin so einen Bauernhof vielleicht mit rein oder so? Ich glaube, die Burg wird doch ein bisschen größer, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Platz, der reicht ja gar nicht dafür. Aber man muss es ja so vorstellen, es gibt ja eine Vorburg. Und dann innen drin eine Burg. Und die innerste Burg, die ist natürlich besser gesichert wie die außen drin. War halt im Mittelalter so. Ich habe echt letztens einige Dokus von Mittelalter angeschaut. Ohne Scheiß, nur um zu wissen. Bergs hat im kleinen Leben, also praktisch, wo ich in der Schule war oder so, hat es mich nicht wirklich interessiert, ganz ehrlich. Da waren andere Themen viel interessanter, wie zum Beispiel das alte Ägypten oder so. Das war für mich total das Interessanteste überhaupt. Da habe ich auch eine Note 1 geschrieben. Kann ich zugeben. Also in Geschichte war ich normalerweise nicht so tolle, aber in Ägypten, da habe ich eine Note 1 geschrieben. Wieso auch immer. Mich hat es halt immer so, Ägypten hat mich immer so ein bisschen fasziniert. Und es war halt damals einfach so. Also in der Schulzeit, Ägypten hat mich total interessiert. Und dann kam damals, warte mal, ich will jetzt gerade mal Wolle rausholen. Bob. Wolle. Und zwar nehmen wir mal blaue Wolle. Was mich damals so interessiert hat, das war, wie soll ich sagen, das mit den Pyramiden und so weiter, was die so alles gebaut haben früher. Das war schon interessant. Und was auch interessant war, war dann die Beerdigung von denen zum Beispiel. Wie weit die eigentlich schon waren mit Einbalsamieren und so weiter, Pipapo. Das waren so Themen, die mich wirklich wirklich interessiert haben. Und danach kam irgendwann mal, wie war das nochmal? Genau, danach kam dann Karl der Große. 2, 3, 4. Also 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kam Karl der Große und das hat mich dann überhaupt nicht mehr interessiert. Also praktisch in Ägypten habe ich dann, also über Ägypten in Geschichte habe ich dann eine Note 1 geschrieben. Dann kam Karl der Große, hat mich nicht wirklich vom Morgen gehauen, war für mich nicht interessant, ehrlich gesagt. Und dann, bumm, habe ich eine 4 reingedonnert. Und mein Lehrer, der ist damals zu meiner Mutter hingegangen, weil er gesagt hat, sich dann so erkundigt, also 3, 4, 5. Und hat gemeint, ja, in Ägypten war ihr Sohnemann super und so weiter, hat eine Note 1 geschrieben. Dann im nächste Probe war dann so, war halt das andere Thema angesagt und dann hat er eine Note 4 geschrieben. Was ist da los? So auf die Art. Und ich habe halt dann gesagt, also besser gesagt, meine Mutter hat dann gesagt, naja, Karl der Große hat dem Sohnemann halt nicht interessiert. Das war nicht seine Welt. Das war die einfache Aussage. Meine Mutter hat mich gefragt, wieso, weshalb, warum. Und ich habe halt dann gesagt, Karl der Große interessiert mich nicht. Das ist total uninteressant und so weiter. War halt so. War damals so. Wirklich wahre Geschichte. So in der Schule, ich war ja nicht der Hellste in der Schule. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ist auch nichts falsch dran, jetzt irgendwie darüber was zu sagen und zu sagen, oh, ja, Schulzeit und so weiter, ja. Aber
so wirklich interessiert hat mich die Schule damals gar nicht. Da habe ich andere Flausen im Kopf gehabt. Da wollte ich eher ein bisschen Freizeit genießen und so. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ich so ein bisschen darüber laber, aber wir bauen hier ja gemütlich eine Runde und ein bisschen reden kann man ja auch dazu ein bisschen. Erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über mich vielleicht. Vielleicht nicht so wichtige Dinge jetzt, aber so manche Sachen erfährt mal dann so über denjenigen, der diese Let's Plays halt macht, sozusagen. Wartet mal, ich muss da mal kurz was gucken. Da habe ich dann da unten, also hier. Und das war halt für mich schon interessant, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, es war noch in der Grundschule oder was war das? Siebte? Nee, siebte Klasse, nee, sechste oder fünfte Klasse? Fünfte Klasse vielleicht war das, glaube ich. Wie gesagt, hat mich nicht wirklich vom Hocker gehauen oder hat mich auch nicht wirklich interessiert, um ehrlich zu sein. Naja, kleinen Flausen, was man halt im Kopf hat. So nachhinein zum Beispiel gesagt, muss man sagen, hätte ich was Gescheites gelernt, verstehst, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mein Maschinenführer für Post. Obwohl, vom Job her hört sich das gar nicht mal so schlecht an. Ich meine, Maschinenführer, ja. Man muss ja dazu sagen, ich habe keinen Quali. Also ich habe keinen qualifizierten Hauptschulabschluss. Den habe ich nicht. Ich habe einen normalen Hauptschulabschluss. Und damals habe ich angefangen, Bäcker zu lernen. Und Bäcker war, ja, Bäcker. Wieso eigentlich Bäcker? Bäcker war eigentlich so, dass ich damals einen Lieblingsfußballspieler gehabt hatte. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich will den Beruf machen, den er vorher gelernt hat. Vielleicht. Ja. Da hat man immer noch so andere Träume und so weiter, so ein bisschen. Und mein Lieblingsfußballspieler war eigentlich damals Lothar Matthäus. Ja. Also, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen älteres Kaliber und so weiter. Der hat ja 98 aufgehört. Oder 2000. Oh, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Auf jeden Fall schon ein bisschen her, weil man Fußballspielen aufgehört hat. Und damals wollte ich eigentlich Raumausstatter werden. Da habe ich gemerkt, holla Fuchs, das wäre vielleicht doch nicht so mein Ding. Und dann hatte ich noch einen zweiten. So einen zweiten Fußballer, den ich damals sehr geschätzt habe, auch wenn die ja zusammen sich ein bisschen einen Knatsch gemacht haben, Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus damals. Aber der Jürgen Klinsmann, der war damals Bäcker. Also der hat Bäcker gelernt. So. Oh. Okay. Achso, da war die Tür noch nicht geplant. Okay. Wie gesagt. Und dann habe ich halt angefangen, Bäcker zu lernen. Aber das war auch nicht so meine Welt. Nicht wirklich. Wegen 4 Uhr früh aufstehen und zwar das Zepra, ihr kennt das Ganze ja bestimmt. Und ja, was soll man dazu nur sagen? Großartig, gell? War halt mal so. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Sollten wir hier noch einen Turm hinstellen oder noch ein Stückchen weiter? Dann könnten wir hier die Mauer vielleicht ziehen. Oder wartet mal. Wenn die Mauer jetzt um eins noch weiter gewesen wäre, hätte man ja sagen können. Hätte man beispielsweise hier die Mauer ziehen können. So, dann noch ein bisschen nach außen. So, eine Reihe nach außen. Oder vielleicht noch eine Reihe nach außen, dann noch einen Turm hinsetzen, dann eine Reihe rein. Nee, das wäre dann zu groß für eine Vorburg. Ich denke mal, wir setzen hier noch einen Turm hin. Das werden wir wahrscheinlich machen. Und dann werden wir wahrscheinlich mal überlegen, dass wir das Ganze noch ein bisschen umändern. Apropos, sollten die Folgen jetzt doch ein bisschen länger werden, so dass man sagt, okay, ich hätte jetzt zum Beispiel 3 Folgen oder so, dann rendere ich die trotzdem noch.
Ja, dann rendere ich trotzdem drei Folgen und werde trotzdem dann die hochladen und bringen. Falls ihr sagt, wow, wir wollen auf das Neue gehen, dann werden trotzdem die ersten drei Folgen kommen. Also die letzten Folgen von Life in the Woods. Und dann würde erst die neue Staffel anfangen. Also ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen von Life in the Woods. Und diese Burg zum Beispiel, so in der Art, werden wir dann natürlich auch auf den anderen Server bauen. Ganz klar. Also eine Burg gehört ja in jede Mittelalterstadt einfach rein. Das ist einfach Pflicht. Das gehört dazu. Ja. Das ist einfach so. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte doch irgendwas erzählen wegen Bäcker, gell? Was wollte ich da? Glaube ich vergessen, oder? Ne, wie gesagt, auf jeden Fall. Bäckerlehre war dann auch nichts für mich und ich will das nur schnell zu Ende erzählen, dass ihr wisst, auf was ich hinaus will eigentlich. Bäckerlehre war dann auch nichts für mich und deswegen habe ich dann eine andere Ausbildung angefangen als Verkäufer. Und das konnte man damals noch mit dem Hauptschulabschluss. Heutzutage braucht man, glaube ich, mittlere Reife oder so. Und es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung als Einzelkaufmann. Aber jetzt kommt das große Aber. Ich konnte die Ausbildung nicht beenden. Aus verschiedenen Gründen, auf die ich nicht unbedingt jetzt eingehen möchte. Aber wie gesagt, bestimmte Gründe waren da, dass ich meine Lehre nicht beenden konnte. Deswegen war ich ja dann gezwungen, was anderes zu machen. Dann habe ich mehrere Zeitarbeitfirmen durchgemacht. Manche Leute von euch oder manche Zuschauer vielleicht, die kennen vielleicht Zeitarbeitfirmen. Und das ist auch nicht wirklich das Wahre, weil ja. Du hast dann nie immer so. Soll ich das jetzt ausdrücken? Au. Au, au, au. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht vor lauter Gequatsche. Eieiei. Ne, wie gesagt, im Zeitarbeitfirmen war dann auch nicht so mein Fall. Nach 5 Jahren habe ich das dann gemerkt, irgendwann mal. Weil ich habe gesagt, Job ist Job. Ja, Hauptsache, man verdient Geld. Ja. Und irgendwann mal bin ich von der Zeitarbeitfirma dann zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen. Und ja, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, oh, Zeitarbeitfirmen und so weiter, kriegst keine Festeinstellung. Bei den normalen Firmen früher war das wirklich so. Früher war das wirklich so. Muss ich wirklich zugeben. Früher warst du der billigste Arbeiter, den es gibt. Heutzutage mit dem Mindestlohn zum Beispiel, weil nächstes Jahr ist ja der Mindestlohn auf 8,78, glaube ich. Oder nee, 8,87 oder so. Tut mir leid, wenn ich es jetzt nicht genau weiß, aber ich glaube irgendwas mit 8, 8,87, glaube ich, war es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber 8,87, glaube ich, war es, was der Mindestlohn nächstes Jahr ist. Ist natürlich schon viel. Nach meiner Meinung. Weil, wo ich damals angefangen habe bei Zeitarbeitfirmen, habe ich damals verdient 6 Euro. Ich glaube, 6 Euro waren es. 6 oder 7 Euro die Stunde. Boah! Und was für eine Arbeit, was man damals gemacht hatte. Ey, boah, ey, das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht, ey. Ah, lauter Mist, ey. Lauter Mist, du. Das ist der Wahnsinn. Und damals haben die Firmen auch immer gesagt, so, streng dich an und so weiter und du kriegst eine Festeinstellung, bla bla. Du hast dich angestrengt, aber ne, war nichts sowas der Fall. Ja. Wirklich nicht. Und das war auch immer das Problem, wo die Leute dann zum Beispiel gesagt haben, no, ich habe keinen Bock mehr und so weiter, ich habe keine Lust mehr. Ja. Wie ist es halt dann bei den normalen Mitarbeitern? Die sagen sich dann auch, ja, nö, ich habe keine Lust. Und ich will nicht mehr arbeiten hier und macht mir keinen Spaß und
Wird ja sonst so immer nur ausgenutzt und so weiter und pipapo. Wir kennen es ja. So. Und ja, das war praktisch dann 1, 2, 3, 4, 5. Das war dann so ein Ding, wo ich gesagt habe, da muss was anderes her. Und dann, wie gesagt, meine jetzige Firma hat mir damals ein Angebot gemacht, weil ich dann dort gearbeitet habe. Ja, also eineinhalb Wochen habe ich dort gearbeitet. Dann kam auf einmal der Schichtleiter zu mir, hat gemeint, willst du ein bisschen, also willst du jetzt länger bei uns arbeiten oder bei uns arbeiten? Da habe ich gemeint, ja, wieso nicht, aber ganz ehrlich, ich habe mir damals nicht so viel dabei gedacht, weil ich habe schon mehrere Angebote gekriegt von verschiedenen Firmen und so weiter, die gesagt haben, ja, streng dich mehr an und du kriegst einen Festvertrag bei uns und bla bla und Bierbo und war nie der Fall. Ja. Das hat mich damals so zum Überlegen gebracht und habe gesagt, naja, die wollen nur, dass ich mich ein bisschen mehr anstrengen und mehr arbeite und ich krieg so und so keinen festen Vertrag. Ja. Das war so meine Devise. Das war so mein Grundgedanke. War halt damals so. Und ich denke mal, diesen Grundgedanken haben noch viele in Zeitarbeitfirmen, die sich sagen, ja, der Chef sagt immer, ja, streng dich mehr an und du kriegst deinen Job oder so. Ganz ehrlich, das hat sich geändert. Das hat sich wirklich geändert, weil viele Firmen, ja, wie zum Beispiel bei uns, die sehen das einfach als Sprung. Also, die nehmen die Zeitarbeiter jetzt zum Beispiel und sagen, ja, fangt bei uns an und schauen sich den halt an. Und wenn er gut ist, dann nehmen sie ihn. Ja, dann wollen sie ihn natürlich nehmen. Und das ist zum Beispiel der Punkt, wo ich sage, ist doch cool, ist doch geil. Also, und so habe ich meinen Job halt auch schnell bekommen, um ehrlich zu sein. Das mache ich gleich mit World Edit da an der Seite. Und ja, das ging dann richtig schnell. Und nach eineinhalb Wochen habe ich dann auf einmal einen Vertrag gehabt. Ich habe gestaunt, ich habe blöd geklotzt. Was? Ich habe echt einen Arbeitsvertrag bekommen, wow. Also damit habe ich dann überhaupt nicht gerechnet. Aber wie gesagt, 5 Jahre bin ich jetzt schon dabei. Und ja, ist schon eine lange Zeit, muss ich sagen. So lange war ich vorher noch nie in der Firma. Aber war schon heftig. War schon echt eine lange Zeit. So. Aber was will ich Ihnen eigentlich damit erklären? Ich will eigentlich damit erklären, dass jedes Mal es besser werden kann. Ja? Also jeden Punkt, den man sich im Leben entscheidet oder so, es kann besser werden. Ja? Man muss es nur wollen.